Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, COPD, gehört zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Die chronische Verengung der Atemwege schreitet unumkehrbar fort. Fast immer betrifft sie Menschen, die rauchen. Folgende Symptome sind typisch. Erstens, anhaltender Husten. Ein hartnäckiger Husten, vor allem morgens nach dem Aufstehen, gehört zu den ersten Anzeichen der COPD. Zweitens, Auswurf. Betroffene husten weißen bis bräunlichen Schleim ab. Ein typisches Symptom der Lungenerkrankung. Drittens, Atemnot. Bei Menschen mit COPD gelangt zu wenig Sauerstoff ins Blut. Zuerst macht sich das bei körperlicher Belastung bemerkbar. Betroffene geraten bei Aktivitäten wie Treppensteigen schnell außer Atem. Später haben sie auch in Ruhe das Gefühl, nicht ausreichend Luft zu bekommen. Viertens, Atemgeräusche. Durch die verengten Bronchien können pfeifende, rasselnde oder brummende Atemgeräusche auftreten. Und fünftens, plötzliche Verschlechterungen. Typisch für den Verlauf bei COPD sind sogenannte Exazerbationen. Ausgelöst werden diese plötzlichen Verschlimmerungen der Symptome beispielsweise durch virale und bakterielle Atemwegsinfektionen. Kennzeichnend hierfür sind Atemnotanfälle, Brustenge und verstärkter Husten mit Auswurf.